Hast du Cora mit jemandem gesehen, als sie verschwand? Sie war, ist gerne unter Menschen. Sie stand schon immer gerne im Mittelpunkt. Ich fürchte, weiter kann ich es nicht einschränken. Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Laura legt beide Hände über ihr Herz. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet, einfach nur zu wissen, dass tatsächlich jemand nach ihr sucht. Ich soll so etwas zu dich tun. Ja, zeig mir mal deine Waren. Wir wollen nämlich mal Zeug verkaufen. Na gut. Gute Dolche können wir auch zwei verkaufen. Gutes Kriegsbeil kann auch eins weg. Dolche, irgendwie tarnische Dolche. Guter großer Schild bleibt. Ingvitanische Schilde können weg. Die ganzen Holzschilde. Eins von den Stahlschilden behalte ich. Guter Kampfstab kann auch einer weg. Die billige Keule kann weg. Die Kriegsbögen können weg. Die Mordäxte können weg. Ein guter Morgenstern kann weg. Die normalen Panzerbrecher und die normale Pike. Sowie die normalen Pistolen. Ja, selbst die gute Pistole kann weg. Der Rapier kann weg. Die ganzen Säbel können weg. Die ganzen Schwerter können auch weg. Speer. Stiletts können die normalen auch weg und ein gutes. Die beiden Streitäxte auch. Der Streitflegel. Die normalen Streitkolben. Zwei der Anfängerzauberbücher können weg. Die können alle weg. Die können weg. Das kann weg. So, jetzt kommen die Rüstungen. Hier wird's noch lustiger. Gute Fellrüstung können weg. Oben behalten wir eine. Normale Fellrüstung kann auch alles weg. Dürrwaldkleidung und die Xamittelkleidung. Sanguinischer Plattenpanzer. Aber ja, alle normalen Rüstungen können weg. So, und hier kann eigentlich alles, bis auf den Clubmitgliedsring weg, was nicht magisch ist. Was ist eigentlich das für ein Horn? Ach, Trinkhorn der Mäßigung. Das wird um den Hals gehängt, okay. So. Hier behalten wir alles. Hier können die Rüstungsteile weg. Und die gekritzelte Notiz kann ein paar Mal weg, auch wenn sie nichts wert ist. So, 10.000. Danke. I'm here. So, jetzt sind wir das Schwierigste schon mal los. Machen wir mal den Schnellmodus an, wenn wir hier so durch die Gegend laufen. At once.
Geh mal da rein. Gebe die Parabel von Whale ab. Ich hoffe mal, wir können ihn diesmal überzeugen, dass Whale zu uns gesprochen hat oder uns gesagt hat. 425 ging an Banditen. Oh. Ivarias hat die Mission erfüllt. Damit kann ich einmal eine Regenfäules beschwören. Oh. Ruhephase, okay. Eine Gruppe von Entdeckern fand in der Glafhand ein Horn aus Elfenbein von umstrittener Herkunft, ja. Ivarias hat die Diebe des Elfenbeinhorns bis nach Gabeltal verfolgt. Nach einem kurzen Scharmützel lag zweiter Diebe tot am Boden. Anstatt für das Horn zu sterben, ließ der letzte Dieb es fallen und floh. Ivarias nahm das Horn an sich und brachte es zurück zum Schiedsgericht in Einers Rast. Nachdem zu ihren Gunsten entschieden worden war, gaben die verbleibenden Entdecker Ivarias den Nautilus von Ongramon, eine wundersame verzauberte Muschel aus dem Todesfeuerarchipel. Hm. Ja, aber wenn wir schon hier sind. How do you do? Grimda blickt ihre Hilde. Grimda blickt ihre Brille hinab, stets wissbegierig, wie ich sehe. Ich habe die Schriftrolle gefunden, aber Whale hat mich gebeten, sie wieder zu verbergen. Sie blickt dich lange und streng an. Ich würde jeden anderen, der mir eine solche Geschichte auftischt, einen Lügner nennen. Aber wenn du das sagst, sie kneift hinter ihren dicken Brillengläsern die Augen zusammen. Immerhin liegt darin eine gewisse Logik. Und wenn du Whale gedient hast, hast du auch mir gedient. Sie überreicht dir ein zusammengefaltetes Stück Stoff. Whale ist Hüter und Entdecker von Geheimnissen zugleich. Möge diese Kapuze dir helfen, Verborgenes zu offenbaren und sich zugleich vor denen zu verbergen, die dir Böses wollen. Du findest einen Schlüssel in deiner Handfläche. Außerdem darfst du das Ältestenarchiv besuchen und alle Bücher und Schriftrollen mitnehmen, die du dort offen vorfindest. Neue Geheimnisse zu verteilen ist ein Teil unseres Dienstes am Verschleierten. Was brauchst du sonst noch? Ja, wir erwähnen jetzt mal nicht Nedine, sondern sagen dem wohl. So, damit ist die Parabel vom Whale abgeschlossen. Wir haben eine Straßenräuberkutte. Paligina kann leider nichts tragen. Passt zu Duwitz. Toll, nur dass Duwitz eine sehr geringe Wahrnehmung hat. Ich habe sogar eine Wahrnehmung von 15, fällt mir gerade so auf. Damit ist meine Wahrnehmung genauso gut wie die von Paligina. Hm. Das machen wir mal kurz einen Quicksave. Und fragen Sie doch mal. Eine Besiegerin namens Nedine hat mich gebeten, die Lehrersätze von Pangram aus dem Ältestenarchiv zu beschaffen. Nimm das beeindruckende Stirnrunzeln wird noch tiefer. Danke, dass du mich informiert hast. Ich werde das Buch vor neugierigen Augen in Sicherheit bringen. Und dafür sorgen, dass diese Nedine nie wieder im Fuß in diesen Tempel setzt. Bis dahin hier als Zeichen meines Danks. Ist es das, was wir wollten? Sie vollständig verstoßen zu lassen? Das scheint mir ein heftiger Preis zu sein. Wissen, dass so nah und doch so unerreichbar ist, ist ein verlockender Preis für jede Seele. Brauchst du sonst noch was? Leb wohl. Nein. Eigentlich wollte ich hier helfen. Deswegen laden wir den Quicksave. Ich habe nur nicht mehr gewusst, was passiert, wenn wir das ihr sagen. Aber es passiert nichts Gutes. Das wissen wir jetzt schon mal. Absolutely. Ja, wir können jetzt selber einfach hier reingehen. Die Briefe von Agmunda, dem Weisen. Talisa normalerweise heißt sich Diebstahl nicht gut, aber... Ja, es ist ja kein Diebstahl. Oh, Schriftrollen.
Au. Wie lange hebt diese Falle? Margrin's fire casts light in dark places. Ja, die Leersätze von Pangram. Ist eigentlich auch, glaube ich. Nee, ist eine normale Quest. Ich habe die Leersätze von Pangram im Edison-Archiv gefunden. Nadine wird freudig überrascht sein, wenn sie sie sieht. Nur, dass ich nicht unbedingt die Falle dabei auslösen wollte. Aber wir wissen ja, Whale ist für Sarkasmus bekannt. It is me anyway. I was glad to be gone. The Dukes are my parents now. The Republics, my children. That's an interesting way of looking at it. Oh, Aluf beginnt meine Konversation. Dein eigener Vater hat dich ja die Bruderschaft verkauft. Er hasste mich ohnehin. Ich war sogar froh, fort zu können. Jetzt sind die Dukes meine Eltern und die Republiken meine Kinder. Das ist eine interessante Sichtweise der Dinge. Ja, unsere ganze Gruppe hat irgendwie irgendwelche Probleme, aber das ist auch verständlich, sonst hätten wir keine Quests. So, jetzt ist die Frage. Kann ich hier meine Gruppe verwalten? Ja, kann ich. Also. Ja, Palegina. Gores. Kommt schon mal raus. Wobei, Palegina kann drin bleiben. See you when I see you. Edea. Nee, halt. Edea möchte ich auch. Nee, Palegina Gores. Kommt raus. Edea ist in Dürfurt gut zu gebrauchen. You walk your path, I'll walk mine. So, und dann nehmen wir mal Hivarias und Sagani wieder mit. So, und dann machen wir noch eine Rast. Wahrnehmung und Entschlossenheit, Gewandtheit, Überleben, Verteidigung. Athletik, Mechanik. Intellekt und Wissen. Nehmen wir Fuchsbau. So. Jetzt kriegt erstmal Sagani ihr Level ab. Da vielleicht auch mal eine andere Rüstung. Naja, Überleben. Und Athletik mal. Punkt, so. Schnelle Zielerfassung. Modal. Minus 7 Genauigkeit, dafür aber Angriffs- und Nachladegeschwindigkeit. Nee, brauchen wir nicht. Verteidigungsbündnis ist passiv. Die empathische Verbindung zwischen Waldläufer und seinem tierischen Gefährten fördert einen übernatürlichen Sinn für bevorstehende Gefahren. Wobei beide einen erheblichen Bonus auf Verteidigung erhalten, wenn beide einen Angriff im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Verbindung des Pirschjägers. 10 Genauigkeit, wenn die gleichen Ziele wie der tierische Gefährte angegriffen wird. Sind es Raubtieres? Plus 50 Schaden gegen Ziele, die von Zeitschaden. Das ist nicht schlecht. Stürmischer Flug. Fernkampfangriffe prallen einmal ab.